Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Team Chaos Challenge mit der Astra, dem Paul, dem Micha, dem Lars, dem Urpala, dem Carsten. Einen wunderschönen. Hallo. So. Nummer 2 unserer 2 neuen Geräte, dank meines Fails in der letzten Folge am gestrigen Freitag. Perfekt, Micha. Zweite Gerät ist auch ongoing. Ich fahre den gleichen Weg nochmal wie eben. Diesmal aber hoffentlich an der richtigen Stelle links ab. Genau, wir schauen einfach mal. So, okay, perfekt. Wie läuft es beim Rest? Kommt ihr gut voran? Ja. Läuft. Okay, Lars und Paul sind jetzt zusammen auf einem Feld, ne? So. Okay, die Astra sät noch an die ihre Seemission. Ja. Okay, und Carsten macht. Düngen, okay. Vielleicht macht es Sinn, Carsten, wenn du gleich auch zu dem Feld 27 kommst, weil dann könntest du schon mal mit Schwaden und die Ballenpresse mit runterbringen. Oder ich nehme die Ballenpresse und du nimmst den Schwader. Ist für mich auch okay. Ich bin gerade auf Hochhöhe. Ja, dann muss ich aber den die Düngemission jetzt erstmal links liegen lassen. Hey, wie lange brauchst du denn für die Düngemission? Also diese Folge wird auf alle Fälle noch voll. Wie viele Düngermissionen hast du bisher geschafft, wenn ich fragen darf? Eine. Oh. Doch, so ja, effektiv sind wir im Düngen. Ja, die Geschwindigkeiten sind nicht gerade die besten, ne? Ja, dann sollten wir über einen 42 Meter Düngerstreuer entweder nachdenken für Düngermissionen, die sind klein, oder es sein lassen. Du hast jetzt unsere Spritze dran, ne? Nee, ich hab den Düngerstreuer dran. Ja, der hat aber auch kaum Reichweite. 20 Meter, der hat genauso viel. Ja, ja. Das ist. Okay, dann macht das, glaube ich. Weiß ich nicht. Okay. Gut, hast mich überzeugt. Du bist auch raus aus der Nummer. Micha, dann liegt es an uns, die Mission hier fertig zu ballern. Der ist über die Wiese gefahren. Wer? Udido. Was? Der hat voll die Kurve abgekürzt. Oh, schreibt's ihm unbedingt unter die Kommentare, haben wir gesehen oder sowas. Kommentare? Warum warten? direkt runtergehen, anbrüllen, ey du! Schatz, gleich waren auch so. Wir hören gleich wieder. Geh runter, sag, ich hab's gesehen und komm wieder hoch. Einfach kommentarlos. Ja, kommentarlos wäre das ja nicht. Die hat ja dann den Kommentar abgegeben, ne? Dann halt ohne warten, was zurückkommt, dann Antwort. Oder irgendeiner von uns springt runter. Astra hat's gesehen und geht wieder. Alles gut, wir wollen ja nicht pipsicher sein als der Papst. Alles wird gut. Ich hätte aber gerne die Fragezeichen in den Kommentaren so: Hä, was wollen die jetzt gerade von uns? Ja, alles wird gut. So, Micha, was gibt's mir? Ich habe diesmal den richtigen Weg gewählt. Ich bin so stolz auf dich, Uwe. Ich bin auch sehr stolz auf mich. Jetzt muss ich nur dran denken, nicht den Schwader direkt zu verwenden, sondern nochmal umzukuppeln. Ja. Bin auch schon einmal ums Feld rum jetzt. Ich fange jetzt an, Bahn zu ziehen. Perfekt. Einmal um Feld rum ist leider für mich völlig schwarzbefreit, weil ich mehr Arbeitsbreite habe als du. Also werde ich nur Bahnen durchmachen. Ja, aber ich wollte halt einmal rum, da kann ich besser umdrehen und weißt du. Ja, ich habe den hier versehentlich aufs Nachbarfeld gestellt. Also gut, dass wir nicht unten waren. Sonst könnte mir jetzt noch einer in die Kommentare schreiben, ja, aber du hast den auch aufs Nachbarfeld abgestellt, den das Arbeitsgerät hier, den Wender. Oh, der ist ein bisschen breiter als ich dachte, ne? Der klappt ja nochmal aus. Naja, das ist ein riesenbreites Ding. Ja, ich weiß, aber es macht ja auch Sinn für 42.000 Euro, ganz ehrlich, Micha, jetzt mal. Ja. Ja, aber der Schwader, der hat jetzt, was ist, kostet 19.000, der nächste praktische wäre bei 62.000 gewesen. Ja. Dafür, dass wir selber nicht sehr viel Heu machen werden. Oh, ich sehe gar keine Anzeige von Grad bei VCA. Auch nicht. Jetzt kacke. Jetzt muss ich raten, ob ich es richtig mache, aber okay. Ich einfach parallel zur Feldkante. Das passt dann. Oh, naja, ich habe gerade noch auf 17 Meter erhöht. Das ist natürlich dann doof. Dann habe ich plötzlich. Ja, ich versuch's mal. Wird schon funktionieren. Das ist krass, 17 Meter. Das heißt, ich fackel fast zwei deiner Bahnen ab. Wow. Also, ich könnte zwei deiner Bahnen gerade abfackeln. Großes schon, weil das stimmt.
Krass, das war mir gar nicht so bewusst. Ja, auf eine umstellen. Micha, mach schnell, ich komme. Ja, ich muss dir erst was umstellen. Mach schnell, ich komme. Ja. Jetzt sei nicht so mit Ja. Du wolltest ein Vieh kaufen. Ja, bin ich ja auch begeistert von, ganz ehrlich. Der sieht wirklich gut aus hinter dem fetten JCB. Ja, supi. Allerdings bin ich jetzt echt ein bisschen traurig, wenn ich gerade auf unseren Kontostand gucke und denke so, tja, schade. Schön wäre es gewesen, hätten wir doch noch den Case kaufen können, ne? Hätte Fahrradkette. Hätte Fahrradkette. Ist der überhaupt noch da? Gibt's den noch? Weiß ich nicht. Gott sei Dank, er ist weg. Ach, schade. Ja. Aber es gibt hier so ein wunderbares Wehenhöchst. Aber du hast ja nicht gebrochen können. Nee, brauchen wir nicht. 3. Holy moly. 4 Missionen haben wir gerade am Laufen. Das sieht trotzdem wunderschön aus. Wir können eine annehmen. Erntemission. Ja, aber es gibt gerade keine Ballenmission. Es gibt noch die 2 Erntemissionen. Okay, also. Ich glaube, die können wir uns ja offen halten, falls du irgendeine Arbeit brauchst. Ja, ich überlege halt gerade wirklich, ob ich noch eine Mission annehme, Micha, weil das Problem ist, ich bin halt gleich bei dir, ne? Also ich brauche jetzt nicht umdrehen. Und Lars und ich sind auch gleich fertig. Ja, warum soll ich denn jetzt nochmal die Ballenpresse holen? Um dich zu beschäftigen. Ja, genau. Nein, ich muss eh nicht auf den Hof fahren, das Mähwerk wegbringen. Das ist halt das Problem, ne? Ich hole gerne die Ballenpresse, aber wenn ich Feld 50 oder 134 ernten könnte. 134 ist da, okay. Feld 50 ist direkt unter unserem Hof. Guck mal, unter unserem Hof könnte ich kurz mal ernten. Dann mach doch. Für immerhin, gut, wenn wir den ausleihen, sind es nur noch irgendwie 16.000 Euro. Ja, aber ein bisschen Sorge um Hürse, ne? Ich hoffe, dass das dann klappt. Wir werden es sehen. Ich hab's jetzt mal ausgeliehen. Hab ich gerade den falschen Knopf gedrückt? Geräte ausleihen. Ich hab doch mit Geräte ausleihen gedrückt. Da war gerade ganz viel leck. Ja. Sag mal, Lars. Fuck, jetzt sagt nicht, der Anhänger ist nicht. Doch. Gott sei Dank. Bleib mal stehen, lass mal Trecker tauschen. Ja, dann nehme ich gleich. Oh, nein. Warte mal, das kann ja erstmal hier hinten dran, ne? Bringst du den dann weg, die Ball? Jo. Okay. Wo müssen wir denn hin? Gute Frage, nächste Frage. 104. Wo müssen wir? So. Futterwerk. Wo ist das Futterwerk? Boy, Futterwerk. Ist ja keine Markierung, ich habe eine Karte, also ja nicht die Beschriftungen, was ist. Ah, okay, ich weiß auch. Gut, was geht's? Das schäbe ich. Jo, das stimmt, aber es geht, ne? Wenn du was brauchst, sag Bescheid, dann sag ich's dir zur Not raus. Ja. So. Guck mal, den stellen wir einfach hier drauf, hin. Mal drauf. Oder sollte ich den Drescher zum Feld bringen, wo wir... Du könntest aber jetzt die 104 schon abgeben. Nee, den Drescher packe ich gerade noch an. Kann ich den abgeben? Haben wir schon fertig? Ach nee, warte mal. Stimmt, ich muss erst abgeben, ich trottel. Haben wir 20%, Lars. Ja, alles gut. Ich war gerade bei, wir können sie schon mal abgeben, weil ich fahre nur noch ab, aber ich muss dann abfahren. Profi. Also wenn du willst, das Abfahrgespann steht, habe ich schon zusammengekuppelt, gerade vor die Tür, den LKW. Bin ich auch gleich hinterher. Ich bin gerade noch dabei, den Drescher ranzubringen hier. Alter, Waldrein, nicht eine Fordenkontrolle? Ja. Der schwimmt ganz schön mit 18 Ballen hinten dran. Wer hat denn da durch den Wald? Und wenn ich jetzt so. Na. Ist aber nicht wo durch den Wald? Um bei der 125 war gerade wer durch den Wald. Das sind Wege. Das sieht nur, ja, ja, ich weiß. Viele Wege drin. Damit kommst du auch zu den Feldern hier in der Mitte. Zum Beispiel zu 132 kannst du auch durch den Wald fahren. Der hat das jetzt noch nicht drauf geteacht, ne? Das Schneidwerk. Weißt du, ich hab ein bisschen drauf geachtet, weil ich im Menü war. Nee, sieht nicht so aus. Das wird kacke. Warte. Pack mal an.
Die Dreckszene ist hier vorne, du musst hier von der Seite. Ich weiß, mein Schatz. Ich wollte es anditschen in der Hoffnung, dass das dann anteacht irgendwie mit so einem. Dass ihm nur so eine Mühe fehlte, aber. Ich versuch's einfach. Entweder ich verlier's. Alter. Warte, das war jetzt gut. Keine Absicht. Es fehlt mir jede Superkraft, dass ich die Deichsel nach vorne schmeißen könnte. Oder ja, alles geht. Gut. Gegen. Gucken, was passiert, wenn ich gleich die erste Kurve nehme. Gut ausholen. Achtung, Lars kommt. Ja. Gott sei Dank wollte Lars hier nicht geradeaus. Nee. Und jetzt von der eminenten Wendekreis wie ein. Ja, fahr ihn einfach rückwärts raus. Fahr ihn einfach rückwärts raus. Deswegen habe ich ihn extra so hingestellt, dass man ihn schnell wieder rückwärts rausdrücken kann. Wollte ihn zuerst rechts hinstellen, aber dachte, rechts brauchst du vielleicht noch, um rüberzukommen. Alles gut. Sehr gut. So. Verfolge Lars. Lars, ist das eigentlich bitter, dass der Mähdrescher mit dir mithalten kann? Ja, schon ein bisschen. Okay. So. Ja gut, der Mähdrescher hat auch dezent mehr PS wie der. Ja, Waldbrand, ich kann auch 42 fahren, fahr auch gerade nur so 29. Also ich kann auch 42 fahren, theoretisch. Ja, ja. Aber erstens fahre ich hier ziemlich schwammig, weil die Hinterachse ganz schön runterdrückt. Aus dem Frontgewicht. Wäre ganz geil, aber dafür jetzt das bisschen, das kriegen wir ohnehin. Ja, Durchfahrt? Oh, da kann ich durchfahren, geil. Randstreifen zählt ja nicht als Ding, ne? Hier ist grün, hier ist Glühstreifen. So. Paul, willst du eigentlich mich überholen oder fährst du einfach hinterher? Übrigens, Uwe, ich fahr den sechs Futterwerk Quaderballen wegfahren, wo du doch letzte Aufnahmesession so mit dem Problem hattest, mit dem davor aufstellen und reindrücken. Ja. Das Futterwerk hat oben keine Collie. Ich hab's getestet. Ah, okay. Du kannst einfach reinfahren und innen drin abladen. Perfekt. So, jetzt bin ich gerade am überlegen, wie ich zur 50 komme. Ist die 50 bei... Warte mal, Paul. Das ist die alte BGA, die du hattest. Ja, ich weiß. Nee, da komme ich nicht lang. Ich habe gerade überlegt, wenn ich durch unseren Hof fahre, ob ich dann da gleich schon dran bin. Aber nee, hier steht noch das Stückchen Maisfeld, was ums Eck geht. Bringt mich also nicht weiter. Ich muss tatsächlich auf die Hauptstraße und dann rechts quasi rein. Ich habe mal den Bug, dass ich bei den Feldern, wo wir Mission angenommen haben, dass ich halt die Nummer nicht sehe. Ja, direkt hier und hinter unserem Hof ist quasi das Feld. Ah, also bei mir ist irgendwas ganz im Argen. Ja, wie gesagt, das ist, ich glaube, so ein Lua-Fehler oder sowas, den gibt es ab und an mal. Wenn du reconnecten würdest, wäre er weg. Kenne ich. Nichts Neues. Jetzt muss ich gleich mal gucken, wo ich den Schneidwerkswagen hab. Die Heuballen hau ich jetzt alle hier raus, ne? Du, ja, alles klar. Weg damit. Weg. Welch mir den Zeug. Oh! Alter, was hab ich da gefahren? Komm, ich stell mich hier auf die. Ich stell mich hier auf die BGA. Paul, was hatten wir? 104, ne? Kann ich abgeben. Mhm. Ich glaube, abgemüht. Morgen wir wieder drei, arbeiten. Haben wir drei? Oder. Aha. Aha, was? Glaube, ja, wir haben uns. Wir haben die ersten Heuballen von uns gehen, die müssen auch ein Futterwerk nachher. Die sind schon hier drauf gerechnet worden. Ja, ist doch okay. Ja, ich habe mich nur gerade gewundert. Soll ich gleich zu euch mit dem Ballenwagen kommen, nicht, dass der schon unten steht. Du kannst erstmal die Presse mitbringen. Also, außer du hast gerade unseren Ballenwagen, dann. Ich habe den Ball gerade sowieso gerade dran. Ja, dann ja, nimm den gerne. Runter. Dann fahre ich den jetzt zur 27. Wo muss denn da fahren? War extra in deine Richtung, Paul, dass ich von Not abgetankt werden kann. Wobei Sorghumhülse jetzt nicht so den Ertrag haben sollte, aber. Guck
gucken dann, ne? Ja. Welche Schlepper hast du eigentlich dran? Ich? Nee, welche Schlepper hat der Lars gerade? Achso, den Waldra fährt Lars gerade. Ja, unser Waldra, okay. Genau. So, oh, ich zieh gerade meinen Anhänger so hin und her, das ist ja witzig. Wir sind schon wieder am Ende. Liebe Leute, ich würde sagen, perfekt getimt. Einmal am Feld angekommen, kurz angestochen und dann haben wir es auch schon wieder. Vielen, vielen Dank wie immer fürs dabei sein. Wenn ihr mögt, lasst gerne ein Däumchen nach oben, dann schreibt was Nettes in die Kommentare. Immer nur nett. Und weiter geht's am Dienstag. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.